Kapseltür zu, please. Oder auch nicht. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Oh. Anleitung beim Kalibrieren einer raketenbetriebenen Magnetharpune verhält es sich wie beim Bau eines Großkraftwerks. Es ist nie zu spät, um kleine Schönheitsreparaturen vorzunehmen. In diesem Fall musst du lediglich das Zielkreuz auf das markierte Segment der Einschienenbahntrasse ausgerichtet werden. Mit dem Hebel lässt es sich in jede Himmelsrichtung auf ein benachbartes Feld und ein weiteres in der Diagonalen verschieben, wie man da sieht. Ach, das ist wie so ein Schachbrett, okay. Wie ein Springer auf dem Schachbrett, nur sind zwei Richtungen blockiert, braucht man nicht weiter zählen. Das heißt, eigentlich ist das... einfach. Wenn die Richtung hier hinten gehen würde. Puh. Nochmal Reset. Bis dahin. Ich drücke einfach wild rum. Irgendwo passt es schon. Hoffe ich wenigstens. Aha. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Da! Was? Hallo, Rufus.
Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Gut. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Arrivederci. Seht so? Arrivederci. Ich glaube, da soll ich lieber nicht mehr anfassen. Ja. Es ist alles justiert. Muss mein Inventar, ist auch weg. Jetzt. Verschlossen. Die Schlüssel muss wohl Toni haben. Ja, bestimmt. Ich brauche wahrscheinlich aus dem Inventar einfach nichts mehr. Dadurch ist alles weg. Versperrt mir den Weg ins Dorf halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Ich muss in die andere Richtung. Passt doch. Runter. Das wird ein spektakulärer Abgang. Der treue Wenn, wie wird er wohl ohne mich zu... Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Irgend sowas. Bestimmt. Gibt's da noch was zu bereden mit ihm? Hey Wenzel! Was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, weil sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Ja. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau.
Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass Sie uns in Ruhe lassen. Schön, dass euer Opa. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben, mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal, du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wow. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Hey, Wenzel. Was gibt es? Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber okay, da keine Probleme. Natürlich. Wie komm? Ich mach mich dann mal wieder. Besser ist, du hast nicht. Arrivederci. Seht zu? Arrivederci. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles. Lieber nicht. Es ist alles. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuz. Diesmal kann gar nichts schieben. Ich muss hier irgendwie noch was fertig machen. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Ja. Seit Montag. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen. Die Fluchtkapsel ist so ballern. Diesmal kann gar nicht. Ich muss nur nicht so bahn. Okay, diesmal kann selbe. Der Aszendator. Ich habe sie bestimmt seit. Hast doch. Ja. Also was brauche ich denn bitte noch, wenn das passt? Irgendwas brauche ich noch, sonst würde das ja nicht kommen. Hier noch irgendwas. Da stecke ich meine Hand. Mehr ist wohl nicht zu, reicht ja auch. Autsch, das ist ja heiß. Mehr ist wohl nicht, reicht ja auch. Autsch, das ist ja. Ja. Ob sie immer noch heiß ist? Autsch, verdammt. Ja. Okay. Machen wir es mal zu. Mehr ist wohl nicht zu hoch. Reicht ja auch. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aber sowas kommt manchmal auch in solchen Spielen vor, dass man erstmal nicht weiß, wo
Das, bevor er mich im Stich lässt. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine... Es läuft doch im... Ja, immer nur Müll entfernen, denn... Hier ist einfach nichts mehr. Könnte ich noch brauchen. Passt doch. Passt doch. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange, Stimmt seit Montag. Sehe ich da eine Träne? Nein. Kommt bestimmt noch. Glaube ich nicht. Das wird ein spektakulärer Abgang. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Fluchtkapsel, sobald der Mann bringt. Diesmal kann... Lieber nicht mehr... Es ist alles... Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen. Die Flucht so ballern. Diesmal kann gar... Was soll ich denn hier fertig machen? Lieber nicht mehr anlassen. Es ist alles justiert. Ich muss nur noch die Flucht so ballern. Diesmal kann gar nichts... Passt doch. Der Aszend. Ich habe sehr stimmt seit Mond. Viel kann man hier gerade gar nicht machen. Da soll ich ja auch nicht mehr rauf. Drücken. Lieber nicht mehr an. Es ist ab. Das wird ein Speck. Ja gut, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt an dieser Stelle, aber macht nichts. Beim nächsten Mal werde ich hier einfach weitersehen, was ich da noch zu tun habe. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was geschafft. Der Aszendator, ich habe sehr stimmt sein. Und den Rest schaffen wir dann. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.